Willkommen beim Tutorial für Blaubeermuffins. Die Zutaten: Butter und Eier, Haferflocken und Mehl, Blaubeeren und brauner Zucker, saure Sahne, Backpulver, Vanillezucker und Natron. Gebt in eine Rührschüssel alle trockenen Zutaten, das heißt Mehl, Haferflocken, Backpulver, Vanillezucker und Natron. Und diese vermengt ihr gut. Okay, nicht alle trockenen Zutaten. Der braune Zucker ist auch trocken und der kommt jetzt in eine zweite Schüssel. Ha! Und zwar zusammen mit verquirlten Eiern, Butter und der sauren Sahne. Anschließend werden alle Zutaten dieser Schüssel gut miteinander verrührt. In die flüssigen verrührten Zutaten gebt ihr jetzt einen Teil der Mehlmischung und rührt fleißig weiter, damit der Teig stets glatt bleibt. Dazu könnt ihr wie ich die KitchenAid verwenden, die man jetzt leider im Video nicht sieht, oder einen Handrührer. Gebt also den Rest der Mehlmischung nach und nach in den Teig rein und rührt ihn immer weiter unter. Nach eifrigem Rühren sollte ein solcher glatter, cremiger Teig entstanden sein. In diesen gebt ihr jetzt die Blaubeeren und hebt sie vorsichtig unter. Den jetzt fertigen lila Muffinteig könnt ihr in eure Muffinförmchen füllen, bevor sie in den Backofen kommen. Die fertigen Muffins stellt ihr auf ein Backblech und backt sie anschließend für 25 Minuten, bis sie schön aufgegangen sind. Die fertigen Muffins könnt ihr jetzt noch nach Belieben verzieren und dann verzehren. Ich wünsche guten Appetit!